Bremen 1. Die Chronik. 24. April 1918. Heute vor 100 Jahren wurde die Meeresökologin und Sachbuchautorin Elisabeth Mann-Borgese geboren. Katrin Krämer. Alles, was Elisabeth Mann-Borgese in ihrem Leben tat, war außergewöhnlich. Zum Beispiel, dass sie schon mit 14 Jahren in Zürich eine Ausbildung zur Konzertpianistin begann. Und dass sie in den 80er Jahren auch ihren 6 englischen Settern Klavierunterricht gab und ihnen das Schreiben auf der Schreibmaschine beibrachte. Okay, Ali, komm mal. Type A space. A. A. Space. Okay. Mit 19 Jahren verliebte sich Elisabeth in einen Mann, dem sie nie persönlich begegnet war. Sie war fasziniert von einem Foto und seinen Texten. 1939, die Manns waren vor den Nationalsozialisten aus München ins amerikanische Exil geflohen, heiratete sie den 36 Jahre älteren antifaschistischen Schriftsteller Giuseppe Antonio Borgese und bekam 2 Töchter mit ihm. Italiener sind ja doch mit Damen ziemlich schnell. Mit Borgese teilte Elisabeth auch die Leidenschaft für eine Utopie, eine neue Weltordnung zu schaffen, in der alle Völker ohne Grenzen miteinander leben. 1952 starb Antonio Borgese in Mailand. Ende der 60er Jahre begegnete Elisabeth Mann-Borgese dem maltesischen UN-Botschafter Arvid Pardo, der gegen die Verschmutzung der Ozeane kämpfte. Eine unglückliche Liebe, aber so fand Elisabeth ihre Lebensaufgabe, den Schutz der Meere. Der Horizont hat mir als kleines Kind schon einen solchen Eindruck gemacht. Aber auch der Geruch des Meeres, das Geräusch. Zusammen mit Pardo erarbeitete sie eine internationale Seerechtskonvention und erwarb sich einen weltweiten Ruf als Meeresschützerin. 1970 war Elisabeth Mann-Borgese als einzige Frau Gründungsmitglied des Club of Rome und bekam 1978 eine Professur für internationales Seerecht an der Universität Halifax, wo sie auch lebte. Was sie, die jüngste Tochter von Thomas Mann, nie wollte, über ihren berühmten Vater reden. 1994 brach sie ihr Schweigen für den ARD-Dreiteiler Die Manns, ein Jahrhundertroman. Elisabeth widersprach den Gerüchten, der Vater sei zu Hause ein Tyrann gewesen und erinnerte sich an viele Episoden ihrer Kindheit und Jugend. Das ist ja witzig. Ist das bei der Hochzeit oder der Gustav? 2002, sie war trotz einer kaputten Hüfte wie jedes Jahr in den Skiurlaub gefahren, starb sie ganz plötzlich mit 84 Jahren in der Schweiz. Geboren wurde Elisabeth Mann-Borgese am 24. April 1918, heute vor 100 Jahren. As time goes by. Bremen 1.